Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Ni no Kuni 2 mit dem Ralf. In der letzten Folge der Hammer und Katzbuckel, ja, ein bisschen rausgefunden, wieso die Lage der Miets ist. Wir haben da Tagebücher unseres Vaters gefunden und herausgefunden, dass er eigentlich Ratholion zutiefst vertraut hat und aber zutiefst, naja, verraten wurde, leider. Und ich will es gar nicht groß rummachen, wobei ich statte mal den anderen Städten noch mal kurz einen Blick ab, ob hier nicht noch neue Nebenquests für mich aufgetaucht sind, weil ich jetzt neue Gebäude gebaut habe vorhin. Einfach mal einmal durch. Okay, nein. Quastenflosch. Nope. Eckbaum. Siehe. Gut, sieht nicht so aus. Dann musst du mal dahin. Wir machen mit der Hauptquest weiter. Und wir können uns offen hier bewegen, weil wir ja offiziell eingeladen worden sind. Von Ratholion. Schauen wir uns mal an, wie diese Falle dann zustappt. Weil es ist ja sonnenklar, dass das eine Falle ist. Wirbelapfel. Ich habe doch gehört, dass da was ist. Schloss Katzbuckel als Reiseziel. Und das ist ein Knüffi. Na, da komme ich nicht hin. Oder? Nee. Schade, zu diesem Knuffi komme ich nicht. Was habt ihr hier zu suchen? Was zum... Eben, seid ihr das? Oh, mein. Ich bitte vielmals um Vergebung. Seine Majestät Ratholion hat Anweisung gegeben, den jungen Herrn bei seiner Ankunft umgehend ins Schloss zu geleiten. Seine Majestät befindet sich im Thronsaal. Mhm. Ich kenne den Weg. Du musst uns nicht begleiten. Oh. Jawohl, junger Herr. Ja, das ist ja mal unser Schloss gewesen. Es kommt mir vor, als wäre ich schon eine Ewigkeit nicht mehr hier gewesen. Ist auch so. Aber wird mir jetzt nicht sentimental, Ibn. Du musst bei Ratholion Kante zeigen. Das Abkommen schließt sich ja nicht von selber. Alter Remy, bist voll im Schnaufen, ey. Hört sich nicht gesund an. Greetings. Lange nicht gesehen, Ibn. Und du, Roland. Da habt ihr ja ganz schön was ausgeheckt. Dabei hätte ich ja doch einfach nur um eine Audienz bitten müssen. Nehmt an, ihr habt das königliche Siegel bei euch. Nicht so hastig, du bekommst dein Siegel schon noch. Excuse me. Ratholion, hör mir zu. Ich muss mit dir sprechen von König zu König. Oh, König zu König, du bist ja wirklich ein Stehaufmännchen. Ein Land verloren und schon ein neues aufgebaut. Hm. Ein Land, in dem jeder glücklich werden kann. So wie ich es Mina versprochen habe.
Und jetzt läufst du mit Aldebarans Abkommen herum und biederst dich bei den anderen Ländern an. Nun gut, mit deinem winzigen Fleck von deinem Königreich bleibt dir ja auch nichts anderes übrig. Du irrst, Aldebarans Abkommen ist. Azeth, bringt diesen Gesindel nicht länger Gehör. Diese anmaßenden Gerede von Bündnissen. Gib es zu. Wie schon Leopold willst du seine Majestät doch nur benutzen, um die Maus zu unterdrücken. Deine wahren Absichten wurden längst durchschaut. König Artorion würde niemals auf so einen törichten Trick hereinfallen. Eben, eine Allianz zwischen uns beiden wird es nicht geben. Zwischen den Maus und den Miet kann niemals Frieden herrschen. King Mausinger, please, we have to stop this before it's too late. I see now why you overthrew me. So much has happened between our two kinds. But we can't let it go on. Und jetzt liest du nicht mehr weiter. We have to bring the hatred between our peoples to an end. And what would you know of hatred, boy? Of the taste of shame, of the humiliation of servitude. The line of the Tildrums ends here, today, at my hand. Oh, how long I have waited for this. Oh, er kämpft selber. Nicht sein komischer schwarzer Ritter. Will never be yours. Never. Yeah! Nett. Come to Das kann ich ja auch. Nee, ich spring wieder weg. Dann halt uns mal. Wo? Oh. Ja, und jetzt teleportiert er sich wieder weg. Magieabwehr. Humiliated by two generations of the same accursed line. Damn you, Tildrum, and all your kind. We don't have to do this, Mausinger. I didn't come here to fight you. I don't want to fight you. Come, Your Majesty. You cannot simply bow to defeat. If you do not destroy these worms, our people will never be safe. They will never be free. Free? Yes. We must be free. But not like this. Don't listen to him. Every last Grimalkin must die!
Come, Oakenheart, come to me! My king's bone. Who are you? I had thought this tedium would never end. At last, it is done, Master. Vermeen. I hope you can forgive me, Your Majesty. Even I must confess to feeling some small pang of guilt at having encouraged you to slay your dearest friend and patron. But you should not have so readily taken my word over King Leonard's. Those who claim that blood runs thicker than water grossly overstate the case, my beloved fellow mouse. In truth, your precious king was too nauseatingly good-natured to betray you, to contemplate anything so base, and more fool him, as you are so very easy to manipulate. Vermeen, how could you? How could I betray my master? How could you be so foolish as to ask such a question? And now, Lord Dolorin, I have fulfilled my part of the bargain. My price was the kingdom, if you recall. I hereby claim it. Yes, of course. You must be rewarded for your faithful service. Ha! What? Dolorin, what have you done to him? I have repaid the debt of a traitor, and not a moment too soon. This accursed kingdom, not only was its ruler too pure-hearted to succumb to my corruption, even his closest aide proved immune to my advances. In the end, I was forced to settle for this contemptible worm. I have wasted so much precious time. But at last, my plan is complete. What a pity you will not be present to witness its glorious fruition! Oakenheart, has it really come to this? Wait! You needn't do this alone. We'll fight him together. Mann, das mit dem aus dem Weg springen funktioniert echt nicht gut. Dann ist viel zu lange gestunt. Mal her. Oh, ich bin vergiftet.
Was halt den Gift? Oder nehme ich ein Allheilmittel? Und aktiviere ich mal die Wächterknuffis. So, macht ihr auch noch mal irgendwas? Wäh? Ach, komm! Fliegt doch nicht wieder weg. Kommt ihr, Knuffis? Ich komme nicht mehr rein. Duck. Oh.
Hoffentlich gibt es jetzt keine zweite Stufe. Sonst geht mir die Heilung aus. Das ist das Ende von Katzbuckel. Es ist durch meine Hände. Mein Wächterband wurde mir auch geraubt. Ich hatte wohl nie das Zeug zum König. Eben, du hast das Recht, mein Leben ein Ende zu bereiten. Ich habe schließlich deinen Vater auf den Gewissen. Patrolion, lassen wir es einfach gut sein. Es ist Zeit für einen Neubeginn für dieses in diesem Land. Solange alle Geheimnisse drauf hinarbeiten, alle gemeinsam darauf hinarbeiten, gibt es Hoffnung. Vater hat immer an dich geglaubt. It says. He believed in me. And I. What have I done? Mausinger, my dearest friend, your Majesty, I be still, Mausinger. I forgive you. Our two kinds have borne each other ill will since time immemorial. The rift between us could not be healed so easily. It was a distance that could only ever be closed one step at a time. But close it shall. One day, we will stand together, hand in hand at last. All thoughts of oppression consigned to history. And you, Mausinger, you will bring this about. But, Your Majesty, why would you... why would you trust in one who had failed you so utterly? And whose hand you... I always trusted you, old friend. And I always will. You see far, further than I ever could. You are a maker of plans, a doer of deeds, a true ruler. Yet there remains in you a lingering shadow of doubt. Doubt in others, born of doubt in yourself. A king must learn to trust his own judgment. King? You mean that you still think me worthy? Who better to rule over the realm I love than one who loves it just as fiercely? If it please you, Your Majesty. It does. And now, I must be on my way. When next we meet, I would have you tell me the tale of a kingdom made great by its wise and benevolent ruler. Yes, Your Majesty. Farewell, Mausinger. I leave Ding Dong Dell in your hands. Do not fail me. Become a true king. Watch over the land we both love so well. I will not fail you, old friend. Yeah.
King Mausinger. I humbly propose that a pact be made between our realms. Will you sign the Declaration of Interdependence? It is what your father would have wanted. For our two kingdoms to stand as one. And so it shall be. Thank you, Your Majesty. Let us work together to make a better, more peaceful world. You have come far, son of Leonard. I will gladly stand beside you, and I will make Ding Dong Dell a kingdom where all races can stand beside one another. The enmity of generations will divide us no longer. I salute you, Evan, Lord of Evermore. Tja, dann unterzeichnen wir mal noch das Abkommen ganz schnell, nicht wahr? Ah, da fällt mir noch etwas ein, das königliche Siegel. Du scheinst es im Moment dringender zu brauchen und solltest es bei dir tragen. Einverstanden. Hoffen wir, dass das Siegel bald zum wahren König von Katzburg zurückkehrt. So, ich habe alle nötigen Vorbereitungen getroffen, lass uns nun das Abkommen schließen. Banners of war ne'er again be unfurled. United we stand as one single land. And sure enough, Ding Dong Dell began to change from that day forth. No longer did catkind cower beneath the ground in fear of tyranny. Instead, the Grimalkins stepped out into the sun and saw their brother mice as if for the first time. And the hatred that had divided them for so long melted away like so much snow. Well, perhaps not entirely, but these things take time. The declaration's finished, Evan. You did it. And we made peace with Mausinger too, which is something. But his king's bond was stolen, and Dolaran really does mean to resurrect the Horned One. So what if he does? You'll be ready to face him. You'll overcome this trial, just like all the others. After all, if you can as good as unite the whole world, you can do anything! You're right. But it's not over yet. And this last part isn't going to be easy. Time has come. All four king's bonds belong to me. At last, I shall have my heart's desire. Sieht irgendwie unheimlich aus. Hey, was ist los mit dir? Chapter 9. To be a king. Was ein König ausmacht. Hm.
Was passiert hier? Alles in Ordnung. Seht euch lieber mal den Himmel an. Diese Richtung ist Zoran mit seinen Leuten zur Patrouille aufgebrochen. Gosh. Ja, das ist also... Okay. It's torn the very sea asunder. Wow. Tagchen. Is that a kingmaker? If it is, it's the biggest I've ever seen. Endlich ist Pandemos zurückgekehrt. Endlich kann ich meinen Demeska wieder aufbauen und die Seelen der Bewohner dieser Welt werden mir dazu dienen. Bewährt euch meinen Untertanen, verleiht meinen Wächterband die nötige Stärke. Je mehr Seelen ich habe, umso mehr Untertanen kann ich mir erschaffen. Da sind wir wieder. Wir haben euch etwas mitzuteilen. Naja, das meiste sollte ja eh schon bekannt sein. Da ist die Landmasse jetzt erschienen, mitten im Meer. Aber der Rest ist alles noch viel gehabt. Aber das werden wir alles erst in der nächsten Folge ansehen, denn ich sage danke fürs... eben nicht Remy angucken. Ah. Ja, das eben so. Bleibt hier mal da stehen, genau. Denn an dieser Stelle sage ich danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscriben und in der Welt verteilen. Und wenn ihr schon dein Subscribe da lasst, dann stürmt doch mit dem Mauszeiger auf die Notification-Bell und drückt sie, dass sie weiß,
was ihr mehr von uns sehen wollt. Und ansonsten, wenn YouTube dann doch nicht in der Lage ist, euch mitzuteilen, trotz gedrückter Glocke, wann bei uns wo wie was geht, solltet ihr den Twitter-Account von Dennis zusätzlich auch noch ein Follow reindrücken und auf alle Feeds-Anzeige einstellen. Denn Twitter und Facebook sind verbunden und wenn wir über YouTube irgendeinen Blödsinn machen, twittert Twitter dann euch raus. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und ciao.